Am Montagnachmittag hat sich gegen 15.30 Uhr ein spektakulärer Verkehrsunfall in Blochingen ereignet. Eine 85-jährige Frau wollte mit ihrem Mercedes auf einen Parkplatz einfahren. Hierbei gab die Frau zu viel Gas und ist mit ihrem Fahrzeug gegen das dahinterstehende Haus gefahren. An dem Gebäude wurde ein großes Fenster beschädigt und die Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise hat die Fahrerin keine Verletzungen davongetragen. An dem 22 Jahre alten Mercedes ist wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Über die Schadenshöhe in dem Haus kann ich noch keine Angaben machen. Die Fensterscheibe ist in Mitleidenschaft gezogen und inwieweit die Hauswand beschädigt ist, kann ich nicht sagen. Es kommt immer wieder vor, dass sich Verkehrsunfälle ereignen, wo die Fahrer das Brems- mit dem Gaspedal verwechseln und dann unkontrolliert über einen Parkplatz fahren. Aber ob jetzt in diesem Fall das Fahrzeug ein Automatikgetriebe hat oder nicht, kann ich nicht beantworten.